Hi, hier ist wieder Lars von All About Samsung. Ich bin noch auf dem MWC in Barcelona unterwegs und hier hat Samsung gestern, finde ich, richtig abgeliefert mit dem Samsung Galaxy S6 und dem Samsung Galaxy S6 Edge. Was ich euch mal jetzt zeigen wollte, sind die verschiedenen Farben, in denen das Samsung Galaxy S6 Edge kommt. Das ist nämlich in einem Punkt ein bisschen anders als das normale Samsung Galaxy S6. Das kommt nämlich in der blauen Farbversion und das Galaxy S6 Edge kommt in der grünen Farbversion. Wir haben hier nämlich einmal diese Version, die ist Green Emerald, also grüner Smaragd genannt, und es ist im Licht relativ schwer zu erkennen, weil es ist ein sehr, sehr grüner, aber sehr, sehr dunkelgrüner Ton, den man hier findet. Auf der Front ist er natürlich ein bisschen dezenter, aber auf der Rückseite, da sieht man dann, wo ich hin will. Ja, das ist ein sehr dunkler, finde ich aber durchaus edler Grünton, der schon was für sich hat, weil je nach Lichteinfall ist er mal ein bisschen heller, mal ein bisschen dunkler. Gefällt mir persönlich auf jeden Fall sehr gut. Es hat halt was Besonderes und ist nicht so in dem Standard-Farbschema unbedingt immer anzutreffen. Gefällt mir persönlich sehr gut. Vor allen Dingen, wenn man dann so drauf guckt, wenn man dann hier noch die grünen Kontakte zum Beispiel hinlegen würde und dazu dann halt auch am Rand zwischen dem Aluminium- oder Metallrahmen und dem normalen Display in dieser Edge dann dieses Grüne hier, das sieht einfach extrem edel aus. Das hat schon schwer was für sich und gefällt mir persönlich. Ich weiß nicht, ob es mit am besten gefällt, aber es hat schon schwer was für sich. Dann haben wir hier einmal die sogenannte White Pearl genannte weiße Version des Samsung Galaxy S6. Das ist halt so klassische Farbgebung. Was ich da aber wirklich sehr gelungen finde, ist, dass der Metallrahmen durch diese glatt abgeschliffenen Kanten und dazwischen wieder so eloxiertes Aluminium oder was auch immer das für ein Metall ist, sehr edel aussieht und sich gut in diese weiße Farbversion einpasst. Gefällt mir persönlich gut. Wobei man muss sagen, ich finde beim grünen, zum Beispiel Galaxy S6 Edge, die Kamera ein bisschen dezenter. Ich finde die beim Galaxy S6 Edge in White Pearl doch irgendwie sehr auffällig. Ne? Wie das hier ausragt, irgendwie finde ich das optisch nicht so ansprechend. Aber trotzdem, weiß und silber, das ist auf jeden Fall eine Farbversion, die ich auch nicht schlecht finde. Ich bin sonst kein Fan von weißen Geräten, aber es gibt deutlich schlechteres als das hier. Dann haben wir hier die Version Gold Aluminium. Klar, Gold. Gold ist best. Ne? Wer sich da an das iPhone wieder erinnert, finde ich immer noch zum Schießen. Goldene Versionen sind groß im Kommen. Was ich da relativ auffällig finde, ist, dass das Logo, je nachdem wie man das ins Licht hält, drumherum so eine leichte silberne Umrandung hat oder eine leicht anders goldfarbene Umrandung hat und echt blinkt. Es ist wirklich nicht gekleckert, sondern schon ordentlich geklotzt. Da zeigt man wirklich, wie viel Gold an so ein Gerät angefasst werden kann. Es macht allerdings auch einen sehr edlen Eindruck. Also wer das iPhone 6 zum Beispiel oder vor allem das 5S in Gold mochte, der wird hiermit wirklich bestens bedient sein. Das ist schon sehr auffällig in Gold. Und auch auf der Rückseite, Junge, 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 das kann man als Spiegel benutzen. Nach meinem Geschmack ist es ein bisschen zu viel des Guten, vielleicht ein bisschen zu prollig, aber wer auf diese goldenen Geräte steht, der kann hier auf jeden Fall alles finden, was er an Gold an dem Gerät finden kann. Vor allem auch die Edge finde ich ganz schick gearbeitet, weil die halt nicht in diesem normalen Silber ist. Wenn ich hier die Farben nebeneinander halte, das ist so ein anderer Silberton, beziehungsweise hier in dem Fall ein Goldton. Und das passt halt auch an der Edge ganz gut. Ja, man hat hier drüber halt diesen goldenen Ton in der Edge selber, unterhalb des Glases, auf der Rückseite halt, unterhalb des Glases und den Goldton und dann halt noch diese goldfarbenen Rahmen. Das ist schon sehr edel gearbeitet, allerdings nach meinem Geschmack ein bisschen zu viel des Guten. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. Und dann haben wir hier die Version Black Sapphire, also schwarzer Saphir genannt, die schwarze Version des Samsung Galaxy S6 Edge. Das ist so der Klassiker, den hatte ich gestern auch auf dem Unpacked Event in den Fingern und ich finde das Ding in der Version für mich, ich bin so eher der konservative, vielleicht die grüne Version oder halt die, das finde ich optisch extrem geglückt, vor allem wenn man das Ding jetzt mal ausschaltet, ja, dann seht ihr, das sieht einfach extrem geil aus mit dieser Edge, wenn man hier eine schwarze Version nimmt. Die geht halt rundherum, das heißt auf der Front hat man halt auch unterhalb des Glases nicht wirklich ein Muster, das ist wirklich nur ein ganz, ganz, ganz dunkelblau, je nachdem wie man das ins Licht hält, aber man hat halt nicht wie zum Beispiel beim Galaxy Note 4 oder bei einigen anderen Geräten, immer zum Vergleich des Galaxy Note 4 unterhalb der Oberfläche so ein leichtes Muster, sondern man hat halt nur darunter eine Farbe ohne ein Muster. Auf der Rückseite ist das Ganze allerdings wieder ein Problem, weil dadurch, dass man hier eine dunkle Farbe hat, sieht man hier drauf sehr, sehr leicht Fingerabdrücke. Das hat man auch in der grünen Version ziemlich stark das Problem, das seht ihr hier. Das muss man sich halt überlegen. Wahrscheinlich dadurch, dass man hier keine gummierte Seite hat, kann man sehr leicht zum Beispiel Bags von Fitbag oder so nutzen, die auf Mikrofaser-Innentücher setzen und da werden Fingerabdrücke sehr schnell gereinigt. Aber ich finde, das hier ist auf jeden Fall sehr, sehr edel und die Kamera ist hier relativ, ja, dezent. Also ne, der Rahmen, der ist hier so ein kleines bisschen abgeschliffen und vor allen Dingen hier auf der Edge, wenn man hier guckt, das Display, dann kommt hier dieser kurze, schwarze, unterhalb des Glases, schwarze Steg, dann der silberne Rahmen.
und dann wieder die schwarze Rückseite. Das ist eine sehr edle und schicke Sache. Das sind also die vier Farben des Samsung Galaxy S6 Edge. Wenn ich einen Favoriten wählen müsste, naja, konservativ wäre es die schwarze Black Sapphire Version oder ich glaube Green Emerald, also dieser grüne Smaragd. Das sieht schon extrem abgefahren aus und das hat sonst keiner von der Farbe her. Das ist mal wirklich was, wo ich denke, ah, das könnte was für mich sein. Ich hoffe, der kurze Überblick über die verschiedenen Farben hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Ansonsten bin ich hier auf dem MWC noch ein bisschen länger unterwegs. Da kommen noch einige Videos. Über ein Abonnement vom YouTube-Kanal würde ich mich freuen. Über einen Daumen hoch natürlich auch. Und ansonsten lesen wir uns die Tage wieder im Blog. Ich bin der Lars. Bis die Tage. Ciao.